Und was die Weltwirtschaft betrifft, so ist sie. Wie geht das weiter? Kennen Sie nicht den Spruch? Ich komme darauf zurück. Jetzt einmal zuerst eine schlechte Nachricht. Wir erleben derzeit eine wirtschaftliche Katastrophe. Die gute Nachricht, es wird möglicherweise nicht ganz so schlimm, wie ursprünglich befürchtet. Das BIP ist in Deutschland im zweiten Quartal wegen der Corona-Beschränkungen um 9,7% eingebrochen. Das ist durchaus beachtlich. In der zweiten Jahreshälfte soll es wieder allerdings ein spürbares Wachstum geben, heißt es. Und trotzdem ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland nach Schätzungen der deutschen Bundesregierung um 5,8% geschrumpft, so stark wie überhaupt noch nie in der Nachkriegszeit. Deutlich ausführlicher, kompetenter und weniger kompakt erklärt uns das jetzt Professor Lars Feld. Er hat unter anderem an der Universität in St. Gallen gelehrt, er hat eine Professur für Wirtschaftspolitik an der Universität in Freiburg, ist seit 2011 Mitglied des Deutschen Rats der Wirtschaftsweisen, eine Institution, die es in Österreich spürbar nicht gibt. Und seit März des heurigen Jahres ist er Vorsitzender dieses Rats der Wirtschaftsweisen. Herr Professor Feld, bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte und die Vorschusslorbeeren und vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, wieder mal hier in Stegersbach zu sein und dieses Mal auch tatsächlich entspannt und nicht so richtig im Stress, was daran liegt, dass Wien Risikogebiet ist. Ich bin ganz froh, dass wir die Digitalisierungsthematik eben hatten. Und die künstliche Intelligenz ist ja immer in gewisser Weise optimistisch. Das haben Sie die ganze Zeit gemerkt. Herr Mattes hat im Grunde nur optimistische Botschaften gehabt und schaut dann im Prinzip auch mittel- und langfristig optimistisch in die Zukunft. Ich bin deswegen froh, weil ich habe ja die Aufgabe, Ihr emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn Sie jetzt zu gut gelaunt sind, bringe ich Ihnen zunächst einmal die schlechten Nachrichten, wie es im Moment aussieht. Wirtschaftlich, das drückt die Stimmung ein bisschen. Sie sagten schon, dass es vom Ausblick her gar nicht so schlimm kommen könnte. Das ist dann nochmal der Uplift ein bisschen. Und danach gehe ich ein auf die internationalen Rahmenbedingungen und da bin ich sehr gespannt, wie Sie darauf reagieren werden, denn die Botschaften, die ich da habe, sind nun auch nicht gerade berauschend. Und am Schluss noch ein paar Bemerkungen zur Europäischen Währungsunion und ja, da kann man ratlos sein, man kann denken, dass das alles wunderbar läuft, man kann aber auch denken, da kommt das schlimmste Ende noch auf uns zu. Das sind sozusagen die Bewegungen, also ein emotionales Auf und Ab, das ich Ihnen jetzt zumuten werde und ich bin ja, gespannt, ich denke, das ist ein Realexperiment, dann schauen wir nachher mal, wer alles an der Theke landet. Wie sieht es im Moment aus? Wie ist die aktuelle konjunkturelle Lage? Ich beziehe das im Wesentlichen auf Deutschland, aber natürlich in der Perspektive, die wir insgesamt haben, für den Euroraum, für andere große Länder der Weltwirtschaft. Ich schicke aber voraus die Entwicklung der Infektionszahlen, denn die schwere wirtschaftliche Situation, in der wir sind, sind das Ergebnis der Corona-Pandemie. Sie sind nicht das Ergebnis der Schließungen, der behördlichen Maßnahmen. Die sind ja erstens schon mal nur eine Reaktion auf die Pandemie und zweitens kann Ihnen das für Deutschland sagen, die reinen behördlichen Schließungen haben etwas mehr als 10% der gesamtdeutschen Wertschöpfung unmittelbar erfasst, also nur 10% und etwa 15% der Beschäftigten. Aber die Wirtschaft ist viel stärker runtergefahren, eben aus anderen Gründen, wegen unterbrochener Wertschöpfungsketten, weil die Leute sich beim Kaufen zurückgehalten haben und so weiter. Ja? Deswegen hängt auch die weitere Entwicklung davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Und zwar nicht nur in dem jeweiligen Land, in dem man lebt, sondern eben auch im Ausland. Denn mit diesen internationalisierten Wertschöpfungsketten müssen wir eben auch im Blick haben, dass ein Land, das einen weiteren Shutdown macht, wenn es selbst auch nicht das eigene Land ist, am Ende dafür sorgt, dass die Produktion nicht in dem Maße weitergehen kann, wie man das zu Hause gewöhnt ist. Die Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, so bis Ende August, ich habe die letzten 14 Tage auch nochmal genau verfolgt, die Trends sind genau dieselben. Was Sie sehen ist, geht das sogar?
Naja, also ich versuche es in den Farben. Was Sie sehen, sind zweite Wellen. Die sind in den ganzen vielen Kurven, die unten am rechten Rand kaum zu unterscheiden sind, in den Infektionszahlen auch nicht richtig als zweite Welle zu erkennen. Weswegen man für Deutschland, Italien und andere Länder von einem Wellchen redet. Also keine echte zweite Infektionswelle. Allerdings muss man auch sagen, wir bleiben da in Italien und Deutschland ungefähr auf einem Plateau der täglichen Neuinfektionen, mal von einem Wochenmuster der Meldungen aus bürokratischen Gründen abgesehen. Die Länder, die richtig schwere zweite Wellen erlebt haben oder erleben, sind die Vereinigten Staaten in Rot. Da ist die zweite Welle viel schlimmer gewesen als die erste und sie ebbt jetzt gerade ab. Spanien in hellblau, da ist die zweite Welle mittlerweile auch schwerer als die erste und es ist noch nicht erkennbar, dass sie abebbt. Frankreich in orange, auch mittlerweile eine schwerere zweite Welle als die erste und auch noch nicht klar, wann sie abebben würde. In den USA wissen wir, dass das sehr stark mit den US-Bundesstaaten und der Interaktion mit der Bundesebene der Administration Trump zu tun hat, wer nun welche Schließungen vorgenommen hat und wie vorsichtig man geblieben ist. Dort, wo man unvorsichtig war und frühzeitig geöffnet hat, sind die Infektionszahlen halt schnell wieder nach oben. In Spanien sagte mir diese Woche ein Kollege, dass die Infektionszahlen deswegen nach oben gingen, weil man einerseits die Saisonarbeiter, gerade für die Landwirtschaft, wie sonst auch üblich in Spanien, in relativ schwierigen Bedingungen untergebracht hat, also sehr dicht aufeinander. Und auf der anderen Seite aber das Nachtleben eine wichtige Rolle gespielt hat und vielleicht sogar prozentual gesehen die größere. Etwas Ähnliches kann man für Frankreich sagen. Auch da kommen diese Bewegungen zu einem größeren Teil aus dem Nachtleben heraus. Und das spiegelt sich wieder in den Zahlen, die wir haben hinsichtlich des durchschnittlichen Alters der Infizierten, das kräftig gesunken ist. Deswegen hält auch die Anzahl der Todesfälle nicht Schritt mit diesen Entwicklungen, die wir in den Infektionen haben. Das ist bislang das, was wir beobachten können. Ich schicke das deswegen voraus, weil ein echter zweiter Lockdown eines ganzen Landes würde für die jeweils betroffene Wirtschaft eine Katastrophe bedeuten. Und alles, was wir jetzt so prognostisch machen können, beruht auf der Annahme, dass es keinen zweiten vollständigen Lockdown gibt. Das haben wir Ökonomen natürlich nicht in der Hand, sondern da werden wir letztlich abwarten müssen, was passiert. Aber das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für die weitere Entwicklung. Wenn Sie sich anschauen für die unterschiedlichen Länder, was die Situation im zweiten Quartal 2020 bedeutet hat und wie das dann weitergegangen ist bis in den Juli hinein. Ich nehme nur diese Zahlen, weil sie unserer Prognose zugrunde liegen. Gehe also noch nicht in den August und führe auch die Juli-Zahlen noch nicht nach, die mittlerweile da sind. Wenn Sie sich das hier anschauen, man sieht erstens im Muster deutlich den Rückgang im April und dann wieder Anstiege. Wir sehen aber auch im Muster deutliche Unterschiede zwischen den blauen und orangenen Balken, also den Rückgängen in der Industrieproduktion und beim Einzelhandel. Und das macht sich dann auch jeweils nach Land ganz unterschiedlich bemerkbar für den Euroraum, für Deutschland, fürs UK, für China, USA und Japan. Was man sieht, ist, die Staaten, die noch wirklich klassische Industrie haben, wie beispielsweise die Bundesrepublik, die haben dann natürlich einen stärkeren Rückgang in der Industrieproduktion. Dafür ist bei uns der Einzelhandel nicht so betroffen. Und was man auch sagen kann angesichts dieses Musters ist, dass im Euroraum die Staaten, die einen vollständigen Lockdown vorgenommen haben, Italien, Frankreich und Spanien, eben auch einen massiveren Einbruch der Wirtschaftstätigkeit hatten. Vor allen Dingen auch im Dienstleistungsgewerbe, aber auch in der Produktion. Ein Beispiel aus der Produktion, nehmen Sie die Bauwirtschaft. Wir konnten in Deutschland aus einer Überauslastung der Kapazitäten in der Bauwirtschaft von etwa 120% runtergehen auf eine Unterauslastung von 90%. Das heißt, man bekam wieder Handwerker. In Frankreich ist die Bauwirtschaft von 100% runtergegangen auf 20%. Das zeigt Ihnen die Unterschiede von der Dimension her. Wir erwarten für das laufende Jahr, also wir, das heißt der Sachverständigenrat, auch einstimmig, wir erwarten einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts, eine Schrumpfung um 6,5% für dieses Jahr. Das ist die Juni-Prognose. Das, was das Statistische Bundesamt in Deutschland ausgewiesen hat für das zweite Quartal, entspricht exakt unserer Schätzung für das zweite Quartal. So glücklich sind wir nicht immer.
also minus 9,7% fürs zweite Quartal. Das haben wir tatsächlich auch in der Prognose getroffen mit den Daten, die uns bis April, Mai zur Verfügung standen. Das Bundeswirtschaftsministerium ist ein bisschen optimistischer bei minus 5,8, nimmt dazu bestimmte aktuellere Entwicklungen mit rein, also das, was wir an Echtzeitdaten zur Verfügung haben. Und da sind wir etwas zurückhaltender, darauf schon jetzt zu bauen, weil wir auch sehen, dass erste Zahlen der Industrieproduktion eben nicht so gewaltig sind. Wenn Sie sich andere Institute anschauen, die jetzt frisch rauskommen für Deutschland, dann sind die noch ein bisschen optimistischer, sind bei minus 5,5 beispielsweise oder sogar minus 4,8 nur. Also langsam hat man doch den Eindruck, dass sich das Ganze ordentlicher entwickelt. Es ist eine V-Entwicklung und ich bin immer wieder bei diesem Buchstabensalat gefragt worden, warum unterstellt ihr V und nicht W und nicht L und nicht U? Das W tritt ein, wenn ein zweiter Lockdown kommt. Das haben wir, wie gesagt, nicht in der Hand, das kann immer noch passieren. Dass die V-Entwicklung die wahrscheinlichste ist, hat mit einer einfachen Logik zu tun, zunächst einmal. Ich will dir ein Beispiel erläutern. Nehmen Sie das Gastgewerbe. Wenn aufgrund behördlicher Schließungen das Gastgewerbe geschlossen ist, dann gibt es immer noch einen gewissen Umsatz, aber noch deutlich reduziert. Also beispielsweise Umsätze aufgrund von Take-out und Ähnlichem. Wir wissen von Deutschland, dass die Produktion im Gastgewerbe runtergegangen ist auf 25% der vorherigen. Der Vor-Covid-Produktion. Nun öffnet man, das heißt, die Leute können wieder zusammenkommen. Sie müssen zwar Abstände einhalten, das heißt also, man erreicht jetzt nicht die Kundenzahl von Vor-Covid, aber man steigt doch kräftig an auf eine Auslastung von 50-60%. Und deswegen dieser steile Anstieg, den wir zunächst einmal haben in den Monaten Mai, Juni, Juli. Das ist das, was wir da sehen. Dass es sich dann im weiteren Verlauf weiter abflacht, hat damit zu tun, dass gewisse Restriktionen ja noch bestehen bleiben. Wir können immer noch nicht auf Großveranstaltungen gehen. Und das wird vielleicht auch noch eine Weile anhalten. Das heißt, wir sehen da schon auch Strukturwandlungen, die anstehen. Daher gehen wir davon aus, wenn kein zweiter Lockdown kommt und kein zweiter Einbruch erfolgt, dass man in Deutschland im ersten Quartal vielleicht, wenn es schlechter läuft, noch etwas mehr verlangsamt, im zweiten Quartal 2022 erst auf dem Niveau des Bruttoinlandsprodukts des Jahres 2019 sein wird, dann ist die sogenannte Produktionslücke aber noch nicht geschlossen, weil wir ja so das Wachstum der Produktionskapazitäten fortschreiben dürfen über die Jahre hinweg und das wäre ja dann noch stärker gewachsen, sodass noch eine Lücke bleibt, wenn man erst einmal zwei Jahre lang aufgeholt hat von dem, was man an Wachstum nicht realisieren konnte. Das ist also die Situation. Und nun können Sie sich das alles anschauen und einordnen. Vielleicht mal hier zum Vergleich die Finanzkrise. Die bedeutete im ersten Quartal 2009 einen nicht ganz so scharfen Einbruch, wie wir ihn jetzt im zweiten Quartal 2020 hatten. Die Erholung im weiteren Verlauf ist aber ähnlich angelegt, wie wir das in unserer Prognose drin haben. Also das, was wir in der Finanzkrise beobachtet haben, war ebenfalls so eine asymmetrische Entwicklung. Nicht ganz so V-förmig, sondern ein bisschen mehr U. Wohl deswegen, weil es keine Schließung war, sondern weil wir dann die Problematik im Finanzsektor und im Bankensektor hatten. Ja? Aber der weitere Verlauf, so bis zum achten Quartal, ist tatsächlich parallel und ist eine langsame Erholung und würde dann aber auch schon bedeuten, dass wir wieder in die alte Situation hineinkommen. Alles, was ich Ihnen jetzt zeigen kann, Finanzmarktentwicklung beispielsweise, hier die Aktienmärkte oder die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen, oder das, was wir uns anschauen können anhand von Stimmungsindikatoren und Ähnlichem, Umsätze und alles. All das zeigt uns diese V-Formation. Ja, bei allem sehen Sie das. Also sowohl die Frühindikatoren, das sind die Stimmungen, beim IFO zum Beispiel oder Einkaufsmanager-Index. Dann haben Sie Echtzeitindikatoren wie einen Mautindex für den Verkehr oder den Stromverbrauch, aber auch die Auftragseingänge, die schon ein bisschen vorgreifen. Und dann kommt man langsam in die harten Indikatoren wie Produktion und Ähnliches. Alles das zeigt uns diese V-Formation bislang. Also es geht weiter kräftig nach oben. Das ist die Situation in Deutschland. Wie sieht es woanders aus? Wenn wir minus 6,5 für Deutschland sagen, dann ist es bei den anderen großen Staaten der Eurozone deutlich schlechter. Dort haben wir zweistellige Einbrüche, zweistellige Schrumpfungen. Also in Frankreich etwas mehr als 10%, in Italien etwas mehr als 11%. Das hat, glaube ich, seine Ordnung, das soll so sein.
in Spanien mehr als 11%. Ja, das sind die Einbrüche, die wir dort beobachten. Es ist also dort deutlich ungünstiger. Das hat Auswirkungen auf das, was wir zu Europa und zur Währungsunion diskutieren können. Auch das Vereinigte Königreich liegt mit 8% Schrumpfung über dem, was wir betragsmäßig für Deutschland feststellen können. In unserer Größenordnung dürften die Vereinigten Staaten liegen, obwohl da noch viel Unsicherheit besteht angesichts der zweiten Welle und ihrer Auswirkungen. Während in China die Lage ein bisschen günstiger ist, allerdings, wenn man von einem prognostizierten Wachstum von plus 6,5 auf ein tatsächliches Wachstum von 1% runterfällt, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass das für China ganz locker ausgegangen wäre. Ja? Aber es ist eben nicht diese Schrumpfung. Das zum internationalen Kontext, was die Konjunktur anbetrifft. Also die Botschaft aus diesem Teil ist, es ist der schärfste Einbruch, und das wissen ja auch alle, der schärfste Einbruch der Nachkriegsgeschichte. Es ist ein Einbruch, der aber nun relativ gut bewältigbar ist, auch durch Konjunkturprogramme und Ähnliches. Aber wir sind sozusagen auf dem aufsteigenden Ast und in der Erholungsphase, der Aufschwung ist schon längst da. Und wenn wir keine Notwendigkeit sehen, ihn irgendwie zu unterbrechen, dann geht es auch weiter nach oben und wir kommen wieder in die Situation, die wir vorher hatten. Die Situation, die wir vorher hatten, heißt nicht, dass alles so bleibt, wie es damals war oder wieder so wird, wie es damals war. Also natürlich induziert diese Krise Strukturwandlungen. Sie verstärkt die Strukturwandlungen, die vorher da waren. Stichwort Klimaschutz, Digitalisierung. Sie verursacht an sich wie jede Krise Strukturwandlungen, weil Unternehmen, die vorher noch gerade knapp in der Gewinnzone waren oder sich auch mit Verlusten noch etwas über Wasser halten konnten, es jetzt nicht mehr schaffen. Und das geht auch durch alle Branchen durch. Und sie hat drittens den Strukturwandel, der spezifisch Corona induziert ist. Wenn Sie beispielsweise an alle diejenigen Geschäftsmodelle denken, die darauf angewiesen sind, viele Menschen auf möglichst engem Raum zusammenzubringen. Das wird eine Weile nicht gehen. Und ich bin auch nicht überzeugt davon, dass uns das mit einem Impfstoff schnell gelingen wird. Nach allem, was ich von meinen Kollegen aus der Epidemiologie und von den Unternehmen, die in diesem Bereich forschen, höre. Also so forsch wie AstraZeneca war in dem Umfeld kaum einer. Der dachte, schon diesen Herbst würde etwas zur Verfügung stehen. Okay, also das ist die Situation. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Wie sieht es denn international aus? Was ist das internationale Umfeld, in dem wir uns befinden? Nun, das internationale Umfeld ist einer der vier Megatrends oder der vier wichtigsten Rahmenbedingungen, die auf mittlere Frist, vielleicht längere Frist, die wirtschaftliche Entwicklung bestimmen, die den Strukturwandel befördern und die im Hinblick auf das, was wir wirtschaftspolitisch zu diskutieren und zu denken haben, die größten Herausforderungen bereithalten. Die Trends sind, zwei habe ich genannt, Klimaschutz und Digitalisierung. Die dritte, die ich auch nicht angehen werde, ist das Thema, das ist die Demografie, die Alterung, die wir in vielen Staaten haben. Und das Internationale ist eben der vierte Trend. Beim Thema Internationales, wenn man das große Bild hat, also die Welt vor Augen, dann denkt man an Stichworte wie Deglobalisierung, Rückverlagerung von Wertschöpfungsketten beispielsweise, Protektionismus, Handelskonflikte und Ähnliches. Das hat unsere Stimmungen in den vergangenen paar Jahren sehr stark dominiert. Ich würde das gerne etwas anders betrachten, nämlich den Handelskonflikt zwischen den USA und China interpretieren als das, was es meines Erachtens ist, nämlich oberflächlich nur betrachtet die Spitze des Eisberges eines tiefgehenden geostrategischen Konfliktes zwischen diesen beiden Staaten. In der öffentlichen Wahrnehmung, ich nehme an, das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland, soweit ich die österreichische Presse verfolge, ist der Blick meistens nach USA gerichtet, mit diesem wundervollen Präsidenten, der immer wundervollere Tweets raushaut und immer absurdere Gedanken äußert. Wir sind ja hier in einer wunderschönen Waldregion beispielsweise. Ich weiß gar nicht, wie Sie hier überleben können. Also solche komischen Tweets kommen da raus. Und das ist alles für das Tagesgeschäft in den Medien immer wieder eine neue Information und auch belustigend teilweise. Man kann sich drüber lustig machen und Ähnliches. Das kaschiert aber die eigentlichen Probleme, und zwar nicht die Probleme der USA, sondern die Probleme, die in diesem Handelskonflikt existieren, beziehungsweise in dieser geostrategischen Rivalität existieren. Und die liegen auf der anderen Seite, nämlich in China. Was meine ich? Nun, China ist in allen Bereichen, die international relevant sind, expansiv unterwegs.
versucht sich immer weiter auszudehnen. Die unmittelbaren Punkte sind klar. Die Idee, dass Hongkong nach dem Ideal ein Staat, zwei Systeme die nächsten 50 bis 60 Jahre arbeiten kann, ist passé. Zwar ist der völkerrechtliche Vertrag nicht formal gebrochen, aber er ist so stark unterwandert, dass man sagen muss, Hongkong ist nun in das chinesische System eingebunden. Wenn im Herbst aufgrund der Präsidentschaftswahlen in den USA ein Vakuum in irgendeiner Form entstehen sollte, dann wird jetzt schon in Geheimdienstkreisen darüber spekuliert, dass China sich trauen könnte, auf Taiwan zuzugreifen. Wir haben drittens ganz bewusst und auch in den Medien berichtet, aber bei weitem nicht mit der Intensität wie der aktuelle Tweet von Donald Trump, das Wiederausbrechen des Grenzkonfliktes zwischen Indien und China. China dehnt auch da seine territorialen Ansprüche aus und macht das, wie sonst auch, mit wenig Rücksichtnahme. Wir haben viertens auch das unmittelbar expansionistisch, die Ausdehnung der chinesischen Interessenssphäre im südchinesischen Meer. Es werden Inseln aufgeschüttet und Militärbasen errichtet und die anderen Anrainer, die genau solche Interessen auch haben und sich da eigentlich ein gütliches Zusammenleben wünschen, werden bedroht. Das ist unmittelbar. Mittelbar haben wir, und das beziehe ich vor allen Dingen auf die Infrastruktur, die wirtschaftliche Ausdehnung Chinas. Ich bin nicht so skeptisch bei Themen wie Technologietransfer und Ähnlichem, aber wenn Infrastrukturen in Anspruch genommen werden, Infrastrukturen besetzt werden von China, hat das natürlich immer auch aufgrund der Netzwerkeffekte, die dabei sind, eine gewisse Bedrohung für die davon betroffenen Länder. Also wenn Sie beispielsweise denken an den Hafen von Piräus, die Belt and Road Initiative und Ähnliches. Wir haben ein neokolonialistisches Ausbreiten Chinas in Afrika schon seit längerer Zeit. Und da wird immer wieder darauf hingewiesen, wir haben das heute Mittag beim Mittagessen schon mal miteinander diskutiert, dass China da ja auch Arbeitsplätze schafft. Wenn man genau hinschaut, bringen die Chinesen ihre Arbeiter sogar mit und bauen vor allen Dingen Strukturen auf, um einen exklusiven Zugang zu natürlichen Ressourcen zu haben und dafür zu sorgen, dass der exklusiv bleibt. Und wir haben den expansionistischen Drang auf kulturelle Art und Weise, nämlich sich mit den Konfuzius-Instituten so auszubreiten, dass man versucht, auch ideologisch Fuß zu fassen in anderen Staaten. Australien hat darauf reagiert und unterschiedliche chinesische Studierendengruppen aus den Universitäten entfernt und teilweise auch des Landes verwiesen, teilweise in Untersuchungshaft gebracht. Die USA reagieren auch darauf in verschiedener Hinsicht schon länger, indem sie weniger chinesische Studierende ins Land lassen. Und zwar deutlich weniger. Das macht sich auch bei den Studien, bei den Einnahmen aus Studiengebühren für viele US-Universitäten sehr bemerkbar. Und ganz klar hinterfragt, ob Personen mit chinesischem Pass, denn in irgendeiner Form mit der KP zusammenarbeiten, ihr irgendwie verpflichtet sind und deswegen Geheimnisverrat aus den Forschungslabors der amerikanischen Unternehmen oder der amerikanischen Universitäten stattfindet. Das ist das, was wir im Moment haben, die Welt, in der wir also leben. Neil Ferguson, ein Historiker, früher Oxford, dann kurz Harvard und jetzt in Stanford, hat vor wenigen Wochen in der NZZ sehr deutlich gesagt, seine frühere Vision eines Chimerica, in dem China und USA gemeinsam in der Welt an einem Strang ziehen, die ist passé. Wir lebten in einem neuen kalten Krieg und der ist dummerweise ausgefranster, weniger leicht greifbar als das, was wir schon einmal hatten. Das ist die Situation. Wir Europäer sind also in der schwierigen Lage, feststellen zu müssen, dass unsere außenwirtschaftlichen Interessen verstärkt überlagert werden durch außenpolitische Fragestellungen, durch sicherheitspolitische Fragestellungen bis hin zu verteidigungspolitischen Fragestellungen. Und das, was die USA von uns verlangen, ist, dass wir an ihrer Seite stehen. Und das, was wir Europäer machen, ist zu denken, wir könnten einen dritten Weg gehen. Und natürlich wollen wir uns ja auch nicht vereinnahmen lassen von den Amerikanern für das, was sie alles an Fehlern unternehmen. Aber letztlich ist unsere Position im Westen. Und zwar deswegen, weil die USA bei allem Hin und Her, was wir da beobachten, bei allen Fehlern und Dysfunktionalitäten immer noch ein demokratischer Rechtsstaat ist. Und China ist es nicht. Wenn in China Menschen umkommen, dann ist das von Seiten der Politik beabsichtigt.
Das ist in den USA nicht so einfach so. Ja? Also wir machen einen Fehler, wenn wir uns nicht an die Seite der USA stellen. Und da spielen dann solche Themen eine Rolle wie Nord Stream 2. Es besteht mittlerweile eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt kurz vor dem Ziel scheitert. Oder die Aufstockung der Militärausgaben. Da wollen die Amerikaner kein Geld sparen. Sie wollen, dass wir gerüstet sind, wenn irgendwas schief geht. Und das zieht sich durch die beiden Lager in den USA. Also das auf den amerikanischen Präsidenten zu schieben, was wir jetzt im Moment an Dissonanzen transatlantisch feststellen, ist zu kurz gesprungen. Beide Lager des politischen Systems wissen in der aktuellen Situation, jetzt sind die USA noch in der Lage, einen Kontrapunkt gegen das chinesische Expansionsstreben zu setzen. In 10 Jahren ist das passé. Jetzt müssen sie es tun. Der Dissens zwischen Demokraten und Republikanern besteht lediglich im Hinblick auf Strategie, Tonalität und die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Sie sind der Ansicht, dass Trump das nicht richtig macht, die Demokraten. Ja? Aber das Ziel durch die beiden politischen Lager ist das gleiche. So, das heißt also, im Grunde plädiere ich dafür, einen stärkeren Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten zu wählen. Ich weiß sehr wohl, wie schwer das ist als Verbündeter gegenwärtig mit dieser Administration, denn sie stößt ja systematisch die Verbündeten teils noch stärker vor den Kopf als die vermeintlichen Gegner. Also müssen wir mal sehen, wie das weitergeht ab November. Aber das bedeutet durchaus auch, dass auf diese Problematik bezogen die Novemberwahlen in den Vereinigten Staaten essentiell sind. Ja, nicht nur für Deutschland und die Europäische Union, sondern insgesamt für die weltwirtschaftliche Entwicklung. Das ist der eine Block der internationalen Rahmenbedingungen. Der zweite Block der internationalen Rahmenbedingungen ist die Europäische Union. Brexit machen wir in der Diskussion. Das ist nämlich ganz schnell diskutiert, ehrlich gesagt. Ja, was soll man da schon sagen? Das, was ich kurz aber noch ansprechen möchte, ist die Situation in der Europäischen Währungsunion. Als im Juli die Staats- und Regierungschefs ihre Entscheidungen getroffen haben, dann waren diese 3 Elemente, die schon vorher klar waren, Kurzarbeitergeld auf EU-Ebene, neue Kredite der Europäischen Investitionsbank und ein erleichterter Zugang zu ESM-Krediten, die waren unstreitig. Der Aufbaufonds oder dieses Aufbauprogramm war das streitige Element in unterschiedlichen Dimensionen. Wenn alle Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion zuvor gut dagestanden hätten, wettbewerbsfähige Wirtschaften, niedrige Schuldenquoten und Ähnliches, wenn sie sich wirklich an den Stabilitäts- und Wachstumspakt gehalten hätten, hätten wir dieses Aufbauprogramm nicht gebraucht. Es ist der Tatsache geschuldet, dass dann, wenn in einer Situation wie der, die wir im ersten Halbjahr erlebt haben, wenn in einer solchen Situation expansive Fiskalpolitik notwendig ist und gar nicht anders geht, als expansiv fiskalpolitisch gegenzuhalten, ein Staat, der zu hoch verschuldet ist, das eben nicht so gut kann und vielleicht auch ins Gerede kommt an den Finanzmärkten. Und das wollte man verhindern, einerseits mit der EZB-Politik, andererseits mit dem Aufbaufonds. Er ist, gegeben die Alternativen, meines Erachtens noch vertretbar. Die Alternative wäre ja auch beispielsweise gewesen, echte Eurobonds zu schaffen, mit gemeinschaftlicher Haftung in dem Sinne, dass man auch gesamtschuldnerisch haftet für die Anleihe. Das finde ich immer problematischer als eine Gesamtverschuldung auf EU-Ebene, bei der wir begrenzte Haftungen der Mitgliedstaaten in Höhe ihres Anteils am Bruttoinlandsprodukt haben. Aber gleichwohl, was wir damit bekommen, ist eine klare Asymmetrie mit negativen Anreizen und einem typischen Moral Hazard Problem. Die EU verschuldet sich, zahlt den Mitgliedstaaten Geld und sie geben es für irgendwelche Programme aus. Die Kontrolle der EU ist im Grunde nicht da. Trotz aller Anstrengungen von Herrn Kurz und Herrn Dijsselbloem ist da nicht mehr viel geglückt an Kontrollintensität. Ich kann nur davor warnen, diese Asymmetrie so weiterzuleben. Denn wenn es nicht begleitend zu diesen Programmen, die jetzt aufgelegt werden, zugleich Strukturreformen gibt, die dafür sorgen, dass die Produktivität, dass das Produktivitätswachstum in den Mitgliedstaaten stärker wird, deutlicher nach oben geht, in Italien überhaupt noch einmal nach fast 25 Jahren nach oben geht.
Wenn das nicht gelingt, dann werden wir in der nächsten Krise noch deutlich schlechter dastehen. Dann haben wir nicht nur die italienische Volkswirtschaft mit einer 135% Schuldenquote, sondern mit einer 170% Schuldenquote. Und was dann auf uns zukommt, ist deutlich gravierender. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, das war mal recht pessimistisch. Herzlichen Dank. Das gibt es auch selten, dass ich jetzt irgendwie das Cheergirl sein muss. Reden wir zuerst ganz kurz. Sie haben gesagt, der Super-GAU wäre ein zweiter Lockdown. Genau das passiert ab morgen in Israel. Wird es ungefähr so, dass wir uns jetzt da anschauen können, was das bedeutet für eine Wirtschaft in einem Land, ein zweiter Lockdown? Ja, ich denke, dass wir, wenn wir Israel anschauen, auch sehen werden, welche wirtschaftlichen Auswirkungen das haben wird. Ich kann zu wenig zum israelischen Fall sagen, bin ja auch kein Epidemiologe, aber ich habe den Eindruck, dass es uns schon gelingen kann in Europa, indem wir aus dem ersten Lockdown die richtigen Lehren ziehen, einen zweiten Lockdown auch zu verhindern, auch wenn die Infektionszahlen noch ein bisschen höher gehen. Ich glaube, dass es sehr stark damit zu tun hat, wie wir einerseits reagieren können aufgrund dezentraler Maßnahmen. Wir haben gerade auch in Österreich oder in Deutschland ja die Möglichkeit, mit unserem Föderalismus viel, viel dezentraler vorzugehen. Daraus lernen die zentralistischeren Staaten in Europa gerade auch. Und andererseits kann man nicht oft genug betonen, wie wichtig Selbstverantwortung der Menschen ist, Abstand zu halten, Hygienevorschriften einzuhalten und Ähnliches. Wir haben ein wunderbares Instrument, das ist die Ampel, die könnten wir gern weltweit exportieren, aber zuerst müssen wir mal schauen, dass die in Österreich funktioniert, soweit ist sie nämlich noch nicht. Ein zweiter Lockdown hätte ja nicht nur konkrete wirtschaftliche Folgen für die Unternehmen, sondern das macht ja auch was mit der Moral, oder? Weil wenn ich als Unternehmer nicht mehr Herr meines Unternehmens bin, weil ich einfach nicht mehr aufsperren darf, werde ich mir irgendwann einmal überlegen, ob das noch sinnvoll ist, ob ich irgendwie, ich habe null Planungssicherheit. Das ist ja das, was viele ziemlich fertig gemacht hat in den letzten Monaten. Ja, natürlich hat das andere Auswirkungen, das sieht man ja auch überall. Also wenn Demonstrationen stattfinden, dann ist das eben auch diesem Unmut geschuldet. Nicht unbedingt nur der Unternehmer, sondern auch der Menschen, die von dem Lockdown so negativ betroffen sind. In unterschiedlicher Weise, also wenn man eine Zeit lang wirklich sich immer nur zu Hause aufhalten soll, macht das ja auch etwas Negatives mit Menschen, die nicht mehr rausgehen können, die weniger soziale Kontakte haben und Ähnliches. Klar, das verändert einiges in der Gesellschaft, aber es muss nicht zu so dauerhaften Veränderungen führen, dass man da nicht wieder rauskommt. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Wunsch vieler in diesem Sommer zur Normalität zurückzukehren durchaus den Beitrag geleistet hat, den wir in Spanien und Frankreich sehen, in höheren Infektionszahlen. Man hat also wirklich nochmal die Nähe gesucht, man wollte feiern, man wollte das gute Wetter genießen, in Clubs gehen, so wie früher auch, und muss jetzt feststellen, dass es halt nicht funktioniert. Aber der Wunsch der Menschen ist da und sie werden auch dahin wieder zurückkehren können. Reden wir kurz über den Brexit, bevor wir noch einmal zu China zurückkommen. Der Brexit hat uns in den letzten 5 Jahren massiv beschäftigt. Mittlerweile ist er kein großes Thema mehr. Boris Johnson fährt einen extrem harten Kurs in den Verhandlungen gegenüber der EU, wird dafür sogar selbst von seinen Parteifreunden kritisiert. Ist das ein Problem für die EU, wenn ein Hard Brexit kommt, oder nicht eher ein größeres Problem für die Briten selbst? Nun, der Brexit selber ist natürlich schon auch ein Problem für die EU, weil wir dadurch einen wichtigen Handelspartner innerhalb des Binnenmarktes verlieren, weil er zukünftig außerhalb ist. Aber wenn man sich so die letzten 5 Jahre anschaut, hat man schon den Eindruck, dass vieles von diesen wirtschaftlichen Auswirkungen bereits eingepreist ist, sozusagen. Beispielsweise sind die nach Großbritannien internationalisierten Wertschöpfungsketten zu einem gewissen Teil auch schon wieder zurückgewandert auf den Kontinent. Die Unternehmen haben also reagiert darauf, damit da nichts passiert. Wir werden durchaus bei einem ungeordneten Brexit, der immer noch droht, die Einbrüche beim Export merken, manche Länder stärker als andere in der EU. Aber das wird nicht mehr so gravierend sein, dass uns das einen richtigen Schock beschert und dann nochmal eine weitere Wirtschaftskrise oder Ähnliches. Dafür ist Großbritannien auch nicht bedeutsam genug als Exporteur für die Kontinentaleuropäer. Aber Boris Johnson sagt ja quasi, er pfeift auf Europa und orientiert sich in Zukunft mehr in Richtung USA, wirtschaftlich beziehungsweise nach Asien. Ist das ein Plan, der aufgehen könnte?
Ich wäre da vorsichtig an seiner Stelle, denn was man so an Reaktionen aus den USA erfährt, ist dann doch, dass sie in der Handelspolitik mittlerweile ja einen sehr harten Kurs fahren. Das wird sich auch mit Joe Biden nicht ändern und da werden sie nicht bereit sein, den Briten ganz besondere Sonderrechte einzuräumen, nur weil das Angelsächsische verbinden würde oder so. Ich war Anfang Januar auf einer Konferenz in Stanford, da war die Diskussion zwischen einem großen Brexit-Befürworter und einem Mitglied des Council of Economic Advisors, dass man doch schnell miteinander zu Potte kommen könne, noch dieses Jahr, wenn man einen Freihandelsvertrag schließen würde. Und dann kam eigentlich nur Handwaving vom Council, der sagte, das ist alles Herr Lighthizer und da darf ich kein Wort dazu sagen. Und die Linie, die Lighthizer fährt, international, ist schon ziemlich klar. Nun kommt irgendwann eine andere Administration, aber diese protektionistische Ausrichtung der amerikanischen Handelspolitik ist dann doch schon auch durch beide Lager präsent. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Schulterschluss da gelingt. Während die Situation mit China ist ja nun mal problematisch. Ich habe sie ja eben beschrieben. Davon ist Großbritannien ebenfalls betroffen. Und die Briten haben weniger Geschäft in China, als wir es haben. Als die Deutschen es haben. Und da muss man ganz klar sagen, dass auch Reaktionen wie das Angebot an einen erheblichen Teil der Einwohner von Hongkong ohne Visum nach Großbritannien kommen zu dürfen und relativ schnell eingebürgert zu werden, sicherlich nicht auf das Gefallen der Chinesen treffen wird. Aber trotzdem, wenn man sich anschaut, die Handelsbeziehungen zwischen Europa und China, die sind ja extrem wichtig für beide Seiten. Mittlerweile ist China nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner. Umgekehrt ist China der wichtigste, also ist Europa für China der wichtigste Handelspartner. Die Zahlen sagen, 1,5 Milliarden Euro Wert wird jeden Tag zwischen den beiden Blöcken gehandelt. Also da geht es ja um richtig viel Geld. Ja. Das werden sich die Chinesen nicht einfach so nehmen lassen, nehme ich doch an, oder? Naja, das ist ja immer auch, Handel ist doch immer auf Gegenseitigkeit ausgerichtet. Und Sie haben das jetzt schön beschrieben. Also es ist jetzt ja nicht nur so, dass wir viel Geschäft in China im Feuer stehen haben, wenn sich die Beziehungen verschlechtern sollten. Und das Umgekehrte gilt ja genauso. Und von daher muss China auch ein Interesse daran haben, dass die Handelsbeziehungen relativ gut bleiben, auch wenn sich die sonstige politische Problematik darüber legt. Das ist auf der anderen Seite durchaus auch ein Hebel, um dafür zu sorgen, dass die Kräfte in China gestärkt werden, die diese nationalistisch-expansionistische Strategie nicht in dem Maße mittragen. Und ich glaube, dass das durchaus auch ein Hebel für die Europäer sein kann. Nur machen wir uns nichts vor, das sind alles auch immer Hoffnungen. Man muss einfach das Risiko vor Augen haben für all diejenigen, die besonders stark in China engagiert sind, teilweise vom Geschäft in China abhängen, dass sie versuchen müssen, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Jetzt zeigt sich, wie wichtig das für Europa ist. Am Montag hat es einen Gipfel gegeben, Angela Merkel mit den EU-Spitzen und dem chinesischen Präsident Xi zum Thema Handelsbeziehungen. Und es geht in Wahrheit um den wechselseitigen Marktzugang. Jetzt wirft Europa den Chinesen immer vor, der Umgang mit den Menschenrechten, der extrem problematisch ist aus unserer Sicht, aber gleichzeitig auch, dass die Chinesen das Welthandelssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen. Ist in Wahrheit ein Vorwurf, den man niemandem machen kann, weil jeder macht es, oder? Naja, der Unterschied ist natürlich schon auch noch der, dass wir in China doch einen erheblichen Teil der chinesischen Unternehmen haben, die durch den Staat gestützt sind. Und das, was hier insbesondere angesprochen wird im Hinblick auf die WTO, ist ja die Fähigkeit Chinas im Grunde mit Beihilfen, expliziten oder impliziten Beihilfen, diese Unternehmen besser zu stellen und ihnen damit Vorteile im internationalen Handel, aber auch bei Direktinvestitionen zu verschaffen. Also Stahlindustrie zum Beispiel. Ja, gut, Stahlindustrie ist ein Punkt, das ist so das Offensichtlichste, aber wir haben das woanders ja auch. Also wir haben ja eine ganze Reihe von impliziten Garantien, die am Ende dafür sorgen, dass Unternehmen in China ein geringeres Risiko haben, bankrott zu gehen, als es europäische haben. Und das bedeutet natürlich schon auch, dass man beispielsweise bei Direktinvestitionen deutlich mehr Geld in die Hand nehmen kann von chinesischer Seite und bieten kann, um bestimmte Unternehmen zu kaufen. Und diese Problematik, die wird da im Wesentlichen angesprochen mit dem Hinweis auf die WTO und dem Hinweis auf den Marktzugang, weil wir in Europa ja im Grunde seit Jahrzehnten die Politik gefahren sind, möglichst offen zu bleiben für Direktinvestoren, weil wir davon ausgehen, dass wir von solchen Direktinvestitionen per Saldo begünstigt sind.
Und da kommen im Hinblick auf China erste Fragen auf, die man halt vor allen Dingen im Hinblick auf die Sicherheitsfragen neu beantworten muss. Aber wie soll Europa damit umgehen? Sie können einem privaten Unternehmer nicht verbieten, dass er sein Unternehmen an einen Chinesen verkauft. Nur weil der halt irgendwie dreimal so viel bietet, wie ein anderer Anbieter aus Europa. Doch, das können Sie. Das können Sie. Es passiert nur nicht. Doch, das passiert auch. Wir haben ja in der Außenwirtschaftsverordnung auch im europäischen Recht verankert und dann gemäß einem Richtlinienentwurf soll das umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten. Andere, also manche Mitgliedstaaten haben das schon umgesetzt. In Deutschland ist die Schwelle des Eingriffs bei Direktinvestitionen von 25% Beteiligung auf 10% Beteiligung runtergesetzt. Dann wird geprüft. Der Katalog der Gründe, aufgrund derer eine Direktinvestition, eine Übernahme oder eine Beteiligung verboten werden kann, ist deutlich ausgeweitet. Und wenn man sich dann nochmal genau im Außenwirtschaftsrecht die Schwellen anschaut, ab denen der Staat etwas unternehmen kann, dann sind die auch nochmal deutlich heruntergesetzt. Also wir haben auf die Art und Weise durchaus Möglichkeiten, dass der Staat sagen kann, wir verbieten diese Beteiligung. Aber wenn man sich anschaut, wenn die Chinesen zum Beispiel griechische Häfen kaufen und andere Infrastrukturprojekte, um einfach präsent zu sein, das ist ja nicht nur Investment, sondern da gibt es ja strategische Interessen dahinter. Ja, es ist genau das Problem, das ich eben angesprochen habe bei Infrastrukturen, dieser expansionistische Drang, möglichst auch Infrastruktur zu übernehmen und das bei Ländern, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, da fällt das dann durchaus auch auf fruchtbaren Boden, beispielsweise in Griechenland und wir müssen sehr wohl aufpassen, dass wir an der Stelle unsere Infrastrukturen nicht einfach hergeben, wenn dahinter ein ganz bestimmtes staatliches Interesse steht. Also ich habe ein geringeres Problem mit einem amerikanischen Investor. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, das Mikro ist im Anreisen. Ja, danke. Zwei Fragen. Das eine zu den Engländern. Könnte es sein, dass die Amerikaner sich über den Commonwealth-Zugang der Engländer vielleicht hier Vorteile versprechen? Das ist die eine Frage. Und das zweite ist China. Es gab im Juni einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung über die Eroberung Chinas und den Zeitplan, wie sie Europa übernehmen wollen. Ja, und da wollen Sie einen Kommentar zu haben? Ja, also der erste Punkt, das ist das, was ich eben meinte mit angelsächsischer Verbindung. Ja, das ist das, was ja im Grunde Großbritannien mitbringt. Das ist ja nicht einfach eine kulturelle Geschichte, dass sich die USA und Großbritannien in der Hinsicht verbunden sehen könnten, sondern es sind vor allen Dingen die wirtschaftlichen Interessen dahinter. Aber die USA haben selber sehr gute wirtschaftliche Beziehungen mit den Commonwealth-Staaten, also zumindest denen, die ihnen ja auch von ihrem Außenhandel und von ihren Investitionsmöglichkeiten her wichtig sind, da bringt Großbritannien nicht viel mehr zusätzlich mit in einem solchen Vertrag. Was man immer, wenn wir jetzt über Außenwirtschaft reden, muss man halt immer im Hinterkopf haben, was könnte das außenpolitische Interesse daran sein? Das ist, glaube ich, noch ein Aspekt, der mir zumindest noch nicht klar ist, ob Großbritannien außenpolitisch für die USA noch ein Asset darstellt. Ja, das war früher sicher mal der Fall, aber Großbritannien ist ja auch im internationalen Gefüge immer schwächer geworden von seinem außenpolitischen Einfluss her. Also da würde ich erstmal abwarten, was da noch passieren kann. Zur zweiten Frage. Soweit würde ich nicht gehen, auch das nicht als Bedrohung aufzubauen. Mir ist nur wichtig klarzumachen, wenn man sich systematisch dieses expansionistische Streben Chinas anschaut und da ist eine Systematik dahinter und die ist eben auch ideologisch untermauert mit einem klaren nationalistischen Interesse in entsprechenden Publikationen der politischen Gruppe, die in China die Oberhand hat, symbolisiert durch Präsident Xi. Wenn Sie das vergleichen mit der Außenpolitik, die Russland betreibt, dann ist die russische Außenpolitik viel, viel eklektischer als das und nicht so systematisch wie das, was wir in China sehen. Und deswegen ist die Bedrohung, die von China außenpolitisch ausgeht, einfach viel, viel größer. Ja? Und natürlich haben wir an der Seite der Amerikaner immer auch die Möglichkeit, als Europäer etwas dagegen zu setzen. Wir müssen das nur erstens erkennen und zweitens auch etwas dafür tun. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Vielen Dank für den brillanten Vortrag und die gute Lagebestimmung, wo wir uns befinden. Ich bin jetzt nicht immer einig mit Ihnen, was Sie sagen. Ich suche ein bisschen den Diskurs. Ja. Vor allem die Darstellung, dass Europa so immer den
entweder den Amerikanern nachhäkeln muss oder den Chinesen nachhäkeln muss, finde ich eine falsche Strategie. Vielmehr wäre es doch wichtiger, dass sich Europa stärkt und selbst das Ziel hat, Weltmacht zu werden. Das muss doch das ultimative Ziel sein. Ich kann nicht immer nur sagen, ja, gehe ich mit den Amerikanern zusammen, die sind so ein bisschen der große Bruder, ich ordne mich ein bisschen unter, ich habe keine anderen Möglichkeiten. Ich finde es ein bisschen so zu wenig ambitioniert, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, würde ich mich ja auch dorthin orientieren, eine Nische zu finden oder halt wirklich der Führer zu werden der Branche. Und genauso müsste auch Europa sich meines Erachtens neu aufstellen, neu organisieren, stärker auch in der Führung auftreten, denn Sie sagen ja, es trifft sich die Frau Merkel mit dem Herrn Macron und mit ein paar anderen und einem chinesischen Präsidenten. Der hat eine Meinung, der hat ein Land hinter sich und wir selbst in Europa haben da so ein paar Meinungen, die wirklich nicht koordiniert sind, die wirklich oft auch auseinandergehen. Und es dauert ein bisschen lang, die Frage, aber das ist einfach mir ein Anliegen, auch nochmal diesen Diskurs zu gehen mit Ihnen. Also ich glaube, wir brauchen ein zentralistisches Europa. Wir müssen auch konsequenter gegen die südlichen Länder umgehen, die eben seit 25 Jahren keine Strukturreformen gemacht haben und die auch in den nächsten 25 keine machen werden. Also das liegt für mich klar auf der Hand. Also wir fahren eigentlich mit der More of the Same Strategie und wir werden jedes Jahr ein bisschen mehr zerrieben und kommen da ein bisschen in diese Mühlen hinein. Und deswegen würde ich Sie jetzt gerne fragen, was muss Ihrer Meinung nach gemacht werden und getan werden? Also Sie können sich auch gerne in die Rolle eines starken Präsidenten in Europa setzen, damit wir morgen, in der Zukunft, diese Weltmacht werden können und uns eben unabhängig von den anderen beweisen können. Ja, also es geht nicht darum zu sagen, wir hecheln den Amerikanern hinterher oder den Chinesen hinterher, sondern Schulterschluss suchen heißt schon auch klarzumachen, der Westen steht zusammen und wir lassen die Amerikaner nicht alleine. Das ist eine ganz andere Perspektive darauf. Ja. Wie ich das eben sagte, es geht darum, dass die Europäer gerüstet sind, wenn irgendwas passiert. Sie hatten ja eben bei Herrn Mattes die Darstellung beim Thema KI und Digitalisierung. Wo sind die Chinesen führend, wo sind die Amerikaner führend und was sind unsere Chancen? Ja, im Grunde ist das ja eine Metapher für das, was Sie beschreiben. Und ich sehe das, habe mich da wiedergefunden in der Beschreibung von Herrn Mattes, was die Einschätzung zur Digitalisierung anbetrifft, dass wir in der KI viele, viele Chancen haben in Europa, die wir auch entsprechend nutzen können. Auch in dem Urteil, dass es die Regulatorik ist, auf die es dann jetzt ankommt. Dass wir also Innovationen hinbekommen können, wenn wir uns einig sind, was wir in der Regulatorik anders machen. Das ist leider in der Politik schwieriger. Die Bedrohung ist jetzt da. Ob sie Europa zu einem Bundesstaat weiterentwickeln können, das werden die nächsten 100 Jahre weisen müssen. Vielleicht ist es so, wenn die Bedrohung akut wird, dass das ein Katalysator wird zur Einigung Europas. Aus der Geschichte wissen wir ja schon, dass Bundesstaaten typischerweise zusammenfinden aus losen Staatenbünden, wenn eine solche externe Bedrohung da ist. Bei den klassischen Bundesstaaten ist das so ganz offensichtlich. Ja? Aber wir wissen auch aus den Bundesstaaten, dass diese Fähigkeit, die Sie beschreiben, ein starkes Zentrum zu haben, zentralistisch, nicht funktioniert. Zentralistisch schon gar nicht. Also das französische Modell wird in Europa nicht funktionieren. Wenn Europa ein Bundesstaat wird, dann ein Bundesstaat. Ja? Das Schweizer Modell ist da vielleicht das, was wir uns vornehmen könnten. Aber das ist auch viel, viel schwieriger zu verfolgen. Und man muss aufpassen, dass darin keine Schieflagen entstehen, die dann irgendwelche zentrifugalen Kräfte lostreten, so wie wir das beim Brexit jetzt haben. Denn das passiert ja immer dann, wenn solche Asymmetrien da sind, wie wir es jetzt mit der Verschuldungskompetenz haben, ohne eine entsprechende Kontrolle. Die Schweizer haben das gut hingekriegt, indem Haftung und Kontrolle immer auf der gleichen Ebene liegt. Ja, andere kriegen das nicht so hin. Wir Deutschen zum Beispiel nicht. Wir haben einen Finanzausgleich und der ist eine Katastrophe. Aber wir wissen ganz genau auf der anderen Seite, das System wird im Finanzausgleich gezahlt an die Bundesländer. Sie bestimmen aber haushaltsautonom über die Ausgaben und lassen sich nichts reinreden vom Bund. Und das wird in Europa auch nie anders funktionieren. Ja? Also die Hoffnung, die Sie haben, ist ja schön. Ich bin so weit Europäer, dass ich da mitgehen kann. In Richtung Bundesstaat. Aber das liegt meines Erachtens in zu weiter Ferne.
Und es geht eher darum, den Schulterschluss zu suchen. Man muss klar sagen, wir sind in Europa im erheblichen Ausmaß sicherheitspolitisch abhängig von den Amerikanern, heute schon. Das war übrigens auch eine schöne Bemerkung, dass sie ja sowieso kontrolliert sind. Ich habe Informationen gehabt vor ein paar Jahren, wie viele Anschläge in Deutschland, also terroristische Anschläge, verhindert worden sind. Und dann konnte man sagen, 70% der Informationen, die an die Behörden in Deutschland gingen, kamen von den Amerikanern, 30% vom Mossad. Es kam nichts von den Franzosen, nichts von den Briten und schon gar nicht von unseren eigenen Leuten. Bitte schön. Ich hätte zu den Spielen auf der globalen Ebene noch zwei Namen, beziehungsweise wollte ich hinterfragen, warum Sie sie nicht erwähnt haben, beziehungsweise nur in einem Nebensatz. Man ist der größte Flächenstaat Russland, ja auch nur irgendwo zwischen Europa und China. Und die Chinesen und die Russen haben nicht immer so eine friedliche Historie gehabt, Grenzkriege, was ich so weiß. Und die Chinesen könnten auch die Rohstoffe der Russen ganz gut brauchen. Das ist das eine Land, wo ich mich frage, wo sehen Sie das? Und das zweite ist eine Demokratie, die derzeit auch schwer getroffen wird mit 1 Milliarde Menschen. Indien haben Sie auch nicht erwähnt vielleicht. Ja. Wo sind die auf Ihrem Schachbrett? Danke. Ja, die sind nicht wirklich auf dem Schachbrett, sondern sie sind immer nur unter Beobachtung sozusagen. Ich habe eben Russland erwähnt, weil Russland natürlich ein wichtiger außenpolitischer Spieler ist, immer noch, aber viel eklektischer und deswegen schwerer einzuschätzen. Weil eklektisch heißt ja, aus bestimmten Lagen und Situationen heraus versucht Putin seine Macht auszudehnen. Und das macht er in verschiedenen Kontexten, aber eben nicht so systematisch, wie das schon früher das Russische Reich auch dann in Fortsetzung der Sowjetunion gemacht hat, indem sie versucht hat, Zugang zu allen Weltmeeren, die irgendwie in Nähe waren, zu bekommen. Das sehen wir im Moment nicht, diese Art der Politik. Wirtschaftlich gesehen ist Russland im Grunde weniger gewichtig als China. Und zwar deswegen, weil Russland in vielerlei Hinsicht, zum großen Anteil könnte man auch sagen, und das sprechen Sie ja an, eine Rohstoffwirtschaft ist. Das ist ja von daher, weil sie eben eine weniger arbeitsteilige Wirtschaft sind, als China es heute schon ist, auch als Herausforderung für die westlichen Staaten, für Europa und für die Vereinigten Staaten eben nicht so groß. Indien ist für mich immer wahnsinnig schwer einzuschätzen. Einfach weil diese indische Vielfalt, die vormoderne Ausprägung des Bundesstaates mit Grenzkontrollen und Zöllen an den Grenzen der jeweiligen Bundesstaaten oder Provinzen, wie sie da immer auch heißen, das ist sehr, sehr unübersichtlich. Man sieht in bestimmten Bereichen, dass Indien sehr gut aufgeholt hat, aber dann hat man dort eher den Eindruck, dass sie verlängerte Werkbank sind, als tatsächlich eigenständig mit eigenständigen Unternehmen Schritt zu halten. Also beispielsweise im Bereich Digitalisierung spielt das wohl eine Rolle, vielleicht auch im Bereich Pharma, da müsste man das ebenfalls nennen. Da ist es dann manchmal auch verbunden mit unterschiedlichen Standards und Auflagen, die dort existieren. Also ich finde Indien ausgesprochen schwer einzuschätzen. Das Versprechen, das wir von Indien immer wieder hören, dass der Uptake jetzt bald so schnell kommt, dass man sogar China überholen würde, das höre ich jetzt schon sehr, sehr lange, ohne dass es eingelöst worden wäre. So, das war eine schöne kleine Welttour. Ich kann jetzt nachliefern das Zitat, den Aphorismus, an dem ich früher fulminant gescheitert bin, nämlich, was die Weltwirtschaft betrifft, so ist sie verflochten, ist von Kurt Tucholsky und Sie haben das gerade bewiesen, dass das sehr stimmt. Herr Professor Feld, herzlichen Dank. Ich danke.